Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei World of Warcraft. Jetzt musste ich erstmal überlegen, was wir hier gerade spielen, ey. Wir spielen World of Warcraft. Ich war zwischenzeitlich kurz in Orgrimmar und habe da ein bisschen hier an meinem Bergbau rumgedoktort, damit wir wenigstens dann bis 300 da schön weitermachen können. Ja, Schmiedekunst habe ich gar nichts getan. Naja, bisschen verkauft, bisschen beim Transmoggen rumgehangen, aber leider hat sie nicht besonders viele Vorlagen, dass wir hier irgendwas Schönes machen könnten. Aber egal, wir geben jetzt bei der Lieblichen hier Was ab. ist? Ich habe nämlich immer noch den Fels hier in der Kiste bei mir, genau. So, ja, Dankeschön. Die dunkle Fürstin schütze Seht und weint. Okay, Fels kaputt. Fels wieder da. Nichts schlägt die vernichtende Macht meiner Hämmer. Ja. Wie du meinst, Kind. Okay. Was habt ihr im Kopf? Sprecht mit Dez Felsklau. Okay. Mann, sie. Dez Morrisch, der war doch hier draußen gleich, ne? Jawohl. Es ist übrigens Dingensbumsens hier. Dingens, Es ne? Hier, geht. Dingens, ne? Sommerwendfest. Es ist schön, dass ich helfen Müssen wir konnte. aber nicht unbedingt machen. Habe ich Was alles sie schon mal denn? gemacht im Leben. Was möchtest du? Jetzt wollen sie einen Baum. Mal sehen, was ich habe. Beschafft 10 Stücke frisch geschlagenes Frostholz von Frostlaubtrenz. Okay. Bleibt gut Dich drauf. machen wir. Ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend. Jetzt stehen hier überall die Goblin-Bürger rum und wollen mich zum Sommerwendfest schleifen. Ich habe jetzt auch mal den Protodrachen rausgeholt, den kleinen. Den finde ich auch süß. Ganz süß. Ich will ganz nur mal gucken hier beim Flugmeister. Ja, Goblin-Bürger. Und da hinten ist auch noch irgendwo einer, ne? Warte mal. Ach so, ja. Okay. Das gehört alles zum Fest dazu. Alles klärchen. Ja. So, Frostholz möchtet ihr. Sollt ihr bekommen. Wo haben wir denn mal wen? Hier ist überhaupt kein Schwein. Da ist einer. Nehmen wir doch den. Och, Manu, warum? Addons, Max DPS. Ja, das weiß ich. Musst du mir nicht immer anzeigen. Ich weiß, dass das nicht aktuell ist. Aber es wird leider auch nicht aktualisiert. Aber es ist auch nicht notwendig, weil es funktioniert ja trotzdem. So, okay. Numero 2. Ah, da sind sie alle versteckt. Den Drachen finde ich echt total hübsch hier, ne? Muss ich ja mal sagen. Und ich habe hier auch noch so ein paar andere reingelegt, die wir bei Zeiten mal raushöhlen. Die können wir mal raushöhlen bei Gelegenheit. So, Nummer 4 haben wir auch schon. Nein, du doch nicht. Wir wollen da hinten. Jetzt flattert mir aber der Proto-Welpe hier dauernd vor der Kamera rum. Ganz so super günstig ist das ja auch nicht. Was war das hier? Alpines Streifenhörnchen. Okay. Okay, das lassen wir mal in Frieden. Ja, spring ruhig noch. Freust du dich, ne? Dass du hier die Bäume kaputt machen kannst. Da kann man schon mal ein bisschen hüpfen. Okay, haben wir dich auch. Heute ist es super warm draußen, ihr Lieben. Ich glaube, so um die 30 Grad. Was haben wir heute für ein Datum? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, den 21. Juni. Und es ist super warm. Und ich habe meinen Luxuskörper heute mal ins Schwimmbad geschleppt. So für knapp 3 Stunden oder so. Und ich war zweimal im Wasser. Hab am Beckenrand gestanden. Und ja, habe am Beckenrand gestanden. Und ich muss mal sagen, das waren ja jetzt echt nur knapp 3 Stunden. Ich bin fix und fertig. Ich finde, so ein Besuch im Freibad oder im Schwimmbad oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich sag mal im Freibad. Es ist super. Ich weiß nicht, es ist noch nicht mal. Doch, es ist anstrengend. Wenn man nichts macht, aber es ist so anstrengend.
bin fix und tot. Dabei habe ich da ja auch nur rumgelegen oder wahlweise im Wasser gestanden. So, und dann gab es noch eine Pommes rot-weiß. Und ich bin fix und fertig, ihr Lieben. Ich glaube, das ist das die Sonne. Kann das sein, dass die Sonne einen so tüdelüt macht? Ich bin nach Hause gekommen, ich habe mich ins Bett gelegt. Ich bin erst mal eine halbe Stunde eingeschlafen. So, ich habe dein Holz und ich bekomme schicke Treter und schon wieder Krawum. Okay, bringt den Wunderwuchs instand, nee, Instantbaum zu Kilram im Gasthaus der ewigen Warte. Okay, das ist da drinnen. Wie geht's denn so? So, hier ist dein Instant-Dingen. Dankeschön. Die Geister. Ach, und jetzt pflanzt der hier den Baum. Das hatten wir ja irgendwie schon gesehen, als wir hier reingerannt waren. Ja, ein einziger Hieb. Hm, okay. Was möchtest du? Etwas? Sprecht mit Dates Fels. Oh Mann, ey. Ja. Schickt mich doch jetzt dauernd hier wieder zu ihm. Redet mit mir. So, mein Freund, bitteschön. Besorgt 7 Stücke reines Gletschereis aus der Höhle in den Eisdistelbergen. Alles klar. Auch das werden wir tun. Wo ist denn mein Pferd hier? So, wo muss ich denn dahin? Da hinten. Ja, dann nehmen wir doch die Richtung hier. Ja, fix und alle, ne? Ich bin auch jetzt noch fix und kaputt irgendwie. Von dem bisschen Sonne eigentlich. Wie komme ich da am besten hin? Ach, hier hinten lang, ne? Da lang. Warte mal. Da lang. Da lang, okay. Ja, fix und kaputt. Kann das sein, ne? Dass das an der, einfach nur an der Sonne liegt. Dass einen das so fertig macht, ey. Unfassbar. Will ja jetzt nicht sagen, dass es an meinem fortgeschrittenen Alter liegt. Dass ich fix und tot bin, aber man weiß es natürlich nicht. Ja, aber ihr könnt ihn, ja, das ist der Feind hier, okay, ja. Nee, brauchen wir nicht. Ja, dann bin ich erst mal eine halbe Stunde voll weggepennt, ey. Und jetzt bin ich immer noch total, nicht müde, aber total kaputt. Von dem bisschen Sonne da, ey. Es ist unfassbar. Wer seid ihr denn hier? Hallöchen, guten Tag. Na, tötet Grollner den Berserker? Aha. Okay, machen wir. Und was möchtest du? Überladet 4 Erdtotems der Winterfälle mit Tanrias überladenem Nimm. Mit dem Totem. Aha. Ja gut, dann gehen wir mal hier gucken. Achso, jetzt habe ich hier... Okay, ist das hier Erdtotem. Und du bist ein Schamane. Na gut. Okay. So, toter Schamane. Noch ein toter Schamane. Bist du jetzt hier dieses Erdtotem? Ah, oh. Kravum. Alles in die Luft geflogen. Auch schön. So, okay. Und dann haben wir hier noch ein Totem. Das nehmen wir mal fein mit. Ach so, den Runenstoff, ja, okay. Ich glaube nicht, dass ich den noch abgeben werde. Das, was ich bis jetzt gefunden habe, habe ich auch erstmal in die Gildenbank geschleppt. So, ach, da ist ja auch noch einer. Tachchen, na du? Lass mich mal kurz an das Totem hier ran, bitte. Und looten würde ich gern. Dankeschön. Naja, auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass ich jetzt wieder mit meinem Luxuskörper in meiner Muffbude hier hänge. Vorm Computer sitze. Ach, und raus aus der Sonne bin. So. Da oben, ne? Da sind noch welche. Dann gehen wir doch da mal gucken. Ich bräuchte noch einen Erdtotem, wenn es denn möglich wäre. Und diesen komischen Heini, den brauche ich ja auch noch. Habt ihr hier ein Erdtotem? Oh, warte mal. Da ist doch eins. Das nehme ich mit. Ich
Ja, okay. Der Schamane da hinten auch noch weg. Ach Gott. Schon alle um. So. Das ist das letzte. Wunderbar. Dankeschön. So, und jetzt noch diesen Heini da hinten. So. Oh Gott. Reit doch gleich richtig in ihn rein, ey. Ist hier noch voll die Kollision. So, wo bist du denn? Bist du das? Nein. Ursa der Winterfälle. Aha. Okay, aha. Höhle. Ich verstehe. Oh. Ja, du bist aber mal ein ganz schön dicker, du. Naja. Och Mann, der ist doch. Ich drück schon als noch hier unten und er ist schon längst um. Oh Mann, ey. Ach so, Gletschereis. Ach je. Ja. Reines Gletschereis. Wo kriege ich denn das her? In der Höhle geht es doch hier nicht weiter, oder doch? Nee. Wo kriegen wir das Gletschereis her? Mal frisch von den Hügeln. Eis sein. Schlechte Nachricht. Es gibt reines festes Eis in der Höhle. Östlich. Ja, ja. Ich bin ja hier. Leider gibt es da auch jede Menge Yetis. Aha. Ja, la, 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 la. Kann denn hier mal... Ach, da hinten? Nee, kann das sein? In der Höhle hier? Das ist ja auf der anderen Seite. Kann das sein? Aber das scheint mir hier gerade die einzige Höhle zu sein. Ja, aber dann müsste ich ja komplett da wieder... Was? Ja. Komme ich auch hier nicht rüber, ne? Okay. Oder kann ich hier irgendwie... Das war... Aua, Alter. Mann. Ich wollte doch nur mal gucken, ob ich da durchkomme. Hier bei denen vorbei da. Nee, bei denen nicht vorbei. Aber ich könnte... Müsste ja sowieso da unten abgeben gehen. Hui. So, Moment. Dann machen wir erstmal das hier fertig. Was kriege ich da? Okay. Dankeschön. Und bei dir kriege ich Erfahrung. Das ist auch sehr nett. Holzschlundfeste ist jetzt was? Respektvoll. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich darüber, oder? Ach, das ist ja doof. Komplett auf die andere Seite. Wenn das hoffentlich die besagte Höhle ist. Ja, wir können es ja mal versuchen, ne? Was haben die denn hier unten für ein Level? 64. Nee. Ach nee, lass mal. Ich hab gerade überlegt, ob ich mir mal den Spaß da schnell mache, aber mache ich nicht. Nein, nein, nein. Ich will nach hier irgendwie, ne? Kann das sein? Will ich nach da? Ja, ich will nach da. Ich will nach da. Hier bin ich richtig. Guten Tag. Habt ihr das Eis? Nein, habt ihr nicht, aber ich habe Akku. Auch von dir? Okay. Ja, warte mal, mein Freund. Oh, der hat meinen Kretze eingefroren. Du Arsch. Du Blöder. Mach's um, Kretze. Mann, der friert doch. Ihr seid ja Arschkrampen, ey. Ach, ich habe heute wieder eine Ausdrucksweise. Es ist nicht auszuhalten. Da oben war doch eben da oben. Da ist irgendwas Blaues. Das könnte... Achso, ist schon tot. Das könnte der besagte Höhleneingang sein. Müssen wir mal Cookie machen. Wenn wir denn mal hier... Kommen wir denn mal hier irgendwie... Boah, ich häng in der Tanne fest, ey. Ach, Alter. Boah, der ist aber ganz schön schnell hier, ne? Der junge Mann.
Dafür, dass das so ein dicker Brocken ist, war der jetzt aber mal flott. So, komm mal hier hoch. Wir wollen jetzt mal hier gucken. Guck mal, hier sieht doch gut aus. Das könnte doch schon mal hier, und so, ne? Ja, Schnauze, geh weg. So, warte mal. Da, jawohl. Ho, ho. Okay. Alles klärchen. Haben wir es doch gefunden. Seht ihr mal, ist gut, dass ich erst falsch gerannt bin. Da haben wir noch zwei andere Aufgaben mitgenommen. Fein, fein. So, was bist du denn? Kristallspinne, achso. Nein, 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 ich bräuchte ja mal ein bisschen Eis. Guck mal, das, was haben wir hier? Thorium, nehme ich auch mit. Vielen Dank. Oh, da hinten sehe ich was. Solides Eis. Okay. Müssen wir uns mal hier gerade durchschnetzeln. An den Herrschaften hier vorbei. Wie viel brauche ich denn davon? 7. Aha. Ach so, ich soll das gar nicht mitnehmen. Doch, ihr erhaltet Beute, reines Gletschereis. Aha. Na gut. Was ist denn mit der Spinne hier? Auch nicht schlecht. Habt ihr das gesehen eben noch? Wie die sich hier durchs Eis gegraben hat. Ihr Freunde, wo ist denn hier das ganze Gletschergedöns? Hallo? Da ist eins. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier lang. Da hinten sehe ich Thorium, okay. Dann gehen wir doch auch direkt dahin. Oh, guten Tag. Manu, lass das sein. Ich mein solchen Hund. Dankeschön. Kannst du das nochmal mit deinen Zähnen machen? Das ist ja witzig. Komm, mach nochmal. Der wackelt voll mit den... Das ist ja geil. Er wackelt hier voll mit den Zähnen. Zähnen. Zähnen, mein Gott. Oh, nee, der ist zu weit. Nimm doch den hier vorne, bitte. Voll die Zähnenwackler hier. Lustig. Ja, so Kleinigkeiten, die einem so gar nicht auffallen manchmal, ne? Kleine, lustige Kleinigkeiten. Wieder so einer, der so schnell war. Der hat meinen Kretze gehauen. Ich habe es gehört. Kretze hat gefiebt. So. Ja, schieß mal weiter hier. Okay. Ja, toll. Runenstoff kriege ich hier noch voll. Mit dem Eis sind sie ja hier ein bisschen sparsam, ne? Oder sollte ich mal da runtergehen? Vielleicht bin ich jetzt auch schon an diversen Eisvorkommen vorbeigerannt. Das wäre natürlich auch möglich, ne? Boah, nein, falsche Taste. So, okay. Wir gehen mal da Richtung Thorium. Boah, was ist denn da für ein Dicker? Wow. Eisklatscher. Du bist ein Questgeber. Questabnehmer, wie auch immer. Den Eisklatscher muss ich nicht machen. Jedenfalls nicht jetzt. Alter, der ist ja geil. Okay, aber der stört mich hier. Weil hier ist auf jeden Fall noch Eis. Ja, da hat sie ihn umgeklatscht. Den Eisklatscher. So, machen wir das kaputt. Und da hinten die beiden. Und dann werde ich nie wieder hier rausfinden. Wie immer eigentlich, ne? So. Und den letzten noch. Ja, ich werde ihn nicht rausfinden. Gut, ja, fein, das haben wir.
Also im Zweifelsfall muss ich denn hier nochmal rein in die Höhle. Oh, ich finde es so blöd, dass man in Höhlen auch nicht aufsatteln kann. Hey, die Spinne hier. Lustig. Könnte doch hier ganz wunderbar mit meinem Pferd durchreiten. Ich weiß gar nicht, wo das Problem da ist. Wenn wir hier im echten Leben wären, dann würde ich jetzt auch nicht zu Fuß hier durchgehen. Und mein Pferd in der Tasche hinter mir her schleifen. Nein, würde ich nicht. Ich würde schon versuchen aufzusatteln und hier Dingens und so, ne? Ich gehe einfach mal hier jetzt nach Gefühl irgendwie. Da oben wird mir ja die Karte ein bisschen angezeigt, aber das so richtig hilft mir das nicht, ne? Warte mal, hier geht's durch. Das ist schön. Und jetzt, ich versuch's mal hier drüben. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich könnte aber wetten, die jagen mich nochmal hier in die Höhle. Wenn der Eisklatscher da hinten rumhängt. So, da geht's raus, Fräulein. Wunderbar. Wann kann ich ihn hier mal wieder aufsatteln? Jetzt kann ich wieder auf mein Pony. Okay, so, tschüss. Ihr Luschen. Ich bin dann mal gerade weg hier, aber ich schätze, wir sehen uns nochmal wieder. Ach ja, aber jetzt gehen wir erstmal abgeben. Gott, ich bin halb tot, ey. Davon, dass ich mich hier dauernd zu Tode stürze. Was die Mobs hier nicht schaffen, das schaffe ich dann selber irgendwann, ne? Naja. Was soll's. Lalala. Ich mag die Musik total gern hier von den Goblins und so. Von Gatschezahn und ja, überhaupt, wo die so sind, ne? Finde ich total lustig, die Musik. Jo. Ich bin wieder da. Und habe Eis am Start. Bitte schön, mein Freund. Bringt den sofort Eisblock zu Cyril Geiselbann in der ewigen Warte. Okilidokili, das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.